Wenn ihr Hunger habt, dann empfehlen wir euch bei Leos Burger zu gehen. Zu Berlding, neben der Q8 an der Lützburger Straße, ob Nummer 91. Die zweite Marsch vom Lützburger Rallye-Championat flog am Montag, 6. und 27. Mai an der Gegend von Eindhoven gefahren. Am Hai am Bild, der Leader vom Lützburger Rallye-Championat, Steve Fernandes, beim Peugeot 207. Hier fährt nach wie vor mit seinem belgischen Co-Pilot Oliver Beck. Das ist nicht gerade das schönste Rallye für uns. Natürlich muss der Platz daraus machen. Wie heute mit dem Wetter. Wir kämpfen am Auto. Also, da sind gefüllte 70 Grad an dem Auto. Und, das ist schwer zu fahren. Okay, ich meine, zu viel. Das letzte war das nicht. Letzte sind wir nicht, haben wir nicht geschwäst. Du warst nicht fest am Auto, mit fest auf der Straße. Das ist ganz einfach. Schön, auch das Jahr für dich die Spezialen gesehen am Sonntag. Das ist schon impressionant. Und das ist vielleicht nicht autoschädigend. Boah, sicherlich ist das nicht gerade viel Deal zum Auto, aber ich meine, ein Kehrrallye ist gut, wenn du siehst, für ein Auto. Ne? Ich denke immer von auf, wie es da mit Fies, ob es schön in Fies oder ob es auf Attack Fies, ne? Das ist etwas anderes. Und sich die Passagen am Sand gefallen mir zwar ganz gut, aber selbst nicht. Du musst das aber das zuvor und natürlich lehre ich alle all Jahre bei ihm. Wie ist es da bis Lob am Steve Verlauf? Also bislang ganz gut, wir sind zufrieden. Mehr als einfach mit dem Auto nicht zu machen. Toller, und sind immer stark auf ihrem Terrain mit ihren Mitsubishi und R5. Und ich meine, da gehen wir mit unserem Auto nicht mehr viel sicher. Und gestern hat man ein kleines Horti, aber bon, das geht zum Rallye dazu. Und wir sind aber zufrieden ein bisschen. Um Schluss kommt Team Fernandes Back auf die gut 8. Platz. Der G. Jacobi hat sich für das Rallye in Holland Patricia Wanderscheid als Co-Pilotin gekrobt. Wie ist ein schweren Tag verlaufen? So ein Tag ist eigentlich okay für uns verlaufen. Man hatte ein paar kleine Probleme mit der Bremse. Aber probiere so durchzukommen und für den Rest, die Speziale sind speziell. Ob der Arrivée sind Gilles und Patricia auf dem guten 13. Platz und sammeln ganz wichtige Punkte für das letzte Rallye-Championat. Ausgefallen ist der Patrick Gengler. Und dem sind Mitsubishi ein Problem mit der Bordkurve. Der Rallye ist spannend geblieben bis ganz zum Schluss. Es gewinnt der Jasper Vandenheuvel für den Pietbahnhof. Beide Mitsubishi-Piloten trennen um 0,3 Sekunden. Meisterschaft mit zwei Punkten für den Endeffekt.
Mittlerweile sind wir schon nur Abrechtsfehler am Eschdorf beim dritten Lauf von der Lützburger Bierschmeisterschaft zu Wolfsfeld, heute hier an der Eifel. Innert die 1-10 am General packte der Canio Marchioni, den den 9. geht beim VW Scirocco. Der Champion von 2016 holt auch das Jahr im gute Chancen auf den Titel. Ein knapp Zeitdifferenz geht zwischen dem Cedric Schilling, Charles Valentini und dem Rollo Bracke. Nur drei Marschen war der Cedric der Seierste von den drei, und den 21. Auf Platz 22 könnte Charles Valentini mit dem Subaru. Am 23. geht der Rollo Bracke im Amdalera. Im Ziel 1,12,75, da wurde 64 und das Traktor. Im vergangenen Jahr, das wäre da wohl. Am Training hatte Daniel Dunkel sein kleines Softie. Für den Kurs kommt ihn aber im Undepart gut. Der ist aber ein bisschen heroisch, auch gut, wie sonst auch den 31. Am Erzählen Subaru könnte Nico Schilling auf die 36. Platz. Ein guter Kurs für den Marc Zenners, 51. mit seinem neuen Subaru. Ein Auto, der nächste durch das für Trolleypiste wie für einen Bierschkurs. Es geht weiter mit Max Schilz, in der 6. mit Fiesta. Der Gilles Jacobi bringt sein DS3 auf die 65. Platz. Der Claude Swasser ist das Jahr wie oft am Lützburger Bierchampionat zu sehen. Heute zu Wolfsfeld gibt der Claude den 67. beim Opel Manta. Dem Bob Kellners Klassement wahrscheinlich egal. Hier ist es wichtig, den Eskort spektakulär den Biergerup zu bewegen. Die 61. Platz ist dann hier besagt. Thank you.
Dem Jacques Gregorio sa Fiesta aus Nosinger Sortie d'Aut 2016 rin gepflegt. Der Jacques fahren direkt am Kuh und geht heute zu Wolfsfeld der 70. Die 81. Platz geht in Sandra Becker, was heute zu Wolfsfeld gut in Form war mit seinem Renault Clio. Diesen Renault Clio, und da müsste das Kultauto kommen, der Opel Manta von Mozart im Spiele. Am 102. geht der Claudi Bierschirm am Golf. Die Reifen sind schmäler, also gegen einen klaren klassischen Bierrenner haben wir hier wirklich. Am 10. geht nur drei Marschen Kurs der Christine. Die 113 Platz springt raus für den Marcel Nippertz, man fährt. Am 117 geht Tanja Flamme, zweitschnellst Lützebäuer Damm, hat dem Sandra Becker. Zum Schluss bleiben dann noch der Pascal und die Werner Becker. Der Pascal geht 123 mit dem Clio und die Werner geht 127 mit dem Citroën DS3. Der Leo Linden hat an der dritten Marsch seine Formel wohl rausgesetzt. Als nicht am deutschen Klassement, für das für das Lützburger Championat aber just die schnellste Marsch gewährt wird und nicht die drei zusammen, kriegt er nach einem Jagdpunkten für das Lützburger Bierchampionat. Das war ein gut gegangen. Der Generalheit zu Wolfsfeld 2017 gewinnt den Uwe Lang mit Osella. Zweitseitsten geht Frank de Brun mit Dallara, am dritten der Georg Klang mit Tapus. Besten Tourenwohnpilot aus der Björn Wiebe, fünften mit Laguna. Jetzt werde ich mich ein bisschen von euch absetzen, von meinen Lieben. Thank you.
die Führung. 2,44, 95, deine Gesamtzeit. Ganz ein bisschen unterstützen, die Schirme festzuhalten, weil der Wind lässt sich gleich um. Hier in Holzfeldern, das ist so wie bei vielen Bergkraftfahrern begonnen. Am Holzfelder Berg, aber scheint hier gut zu führen. Kommt aus dem Berner Gipfel anscheinend auch. Grand Garage Paul Wengler, seit 1926, ein Numm, ein Mark, ein Adresse. Wir sind Ihre Spezialist an Sachen Ford und Ford US. Mit einem breit gefächerten Fachwissen von Karosserieerbesten, Restauration bis hin zur Technik und Rennsport. Besicht uns zu Ettelbrück oder unter www.fordwengler.lu. Autocenter Gödert, Ihre Pneuenhändler zanter 60 Jahre. Dir fand euch zu Dickrich und auch zu Kunstdorf. Wir bieten euch Almosen für Pneuen und Accessoiren, sowie Stockage, Spurausstellung, Vidange und Bremsen, Wundallokation für Schneeketten und ein Self-Kawasch zu Dickrich. Autocenter Gödert, Ihre Pneuenspezialist zanter 60 Jahre.